herzlich willkommen zu einem neuen Video in der Scrape Garage. Kennt ihr das Problem, dass euer Werkzeug überall in der Halle verteilt ist? Ein bisschen liegt da, ein bisschen dort, ein bisschen liegt hier, im Auto liegt was, auf dem Auto liegt was, da liegt was. Das fuckt mich ab. Ihr kennt das wahrscheinlich, ne? Ihr sucht jeden Tag, seid ihr in der Halle und immer sucht ihr das Werkzeug und ihr findet es nicht, Zeit geht drauf. Da habe ich mir gedacht, ich besorge mir mal einen Werkstattwagen. War im Aldi, ein bisschen morgens früh ein paar Sachen holen zum Frühstück und habe dann hier von Einhell den Werkstattwagen gesehen. Kostet normalerweise beim Aldi 200 Euro. Ich konnte den auch noch im Sale für 150 kriegen. Ja. Und ja, ich habe gedacht, wir machen mal ein Unboxing-Video, wie wir die ganze Kiste auspacken und ja, ich stelle euch den Wagen mal vor. Denn ich denke mal, ein Werkstattwagen für 150 Euro ist ein guter Preis. Ja, dann packen wir das Ding doch mal aus, würde ich sagen. Das war natürlich spaßig, die ganze Kiste hier zur Halle zu kriegen. Denn der Karton hier wiegt gute 55 Kilo. Ist natürlich auch ein Riesenkarton, wie ihr sehen könnt. Aber wir haben ihn hier hingekriegt. Gott sei Dank nicht zu Fuß. Und dann packen wir das Ding mal aus hier. Ist auf jeden Fall schön gesichert verpackt. Wir haben ein bisschen ja, Styropor. Wie immer. Gerade die Rückseite erwischt. Ich drehe euch das Ding mal um. Ja, das ist ja erstmal unser Werkstattwagen. So, sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Der ganze Wagen hat natürlich auch ein paar hier vier Rollen. Mal gucken, was wir die haben. Hier sind die Schlüssel. Zwei Schlüssel. Ich weiß, ich vermute schon mal, die haben sie wahrscheinlich in der Schublade drin. Oder der nicht. Wahrscheinlich der andere. Ah, hier ist noch was. Das ist der Griff. Und hier haben wir einmal. Das werden hier die Rollen sein. Oh, was bin ich froh, Leute, dass ich dann das ganze Werkzeug hier drin verstauen kann und das alles nicht mehr hier rumfliegt. So, wie man sehen kann, gut verpackt, alles hier drin. Zwei feste Rollen, die ich hier sehe, und zwei lenkbare Rollen. Ja, ich werde die jetzt erstmal dran schrauben und dann quatschen wir mal weiter hier über den Wagen. Für die Räder. Dann würde ich sagen, stelle ich die Kiste mal hin. Ja, wie schaut dich? 55 Kilo das Paket hier. Jetzt kommt hier an die Seite, kommt natürlich noch so ein Griff, damit man den Wagen schön ziehen kann.
wenn man sich das so überlegt, klein ist der schon mal nicht, aber sieht gut ein bisschen eingestaubt. Aber das ist ja kein Thema. Ich fixiere den. Den Griff einmal hier noch. Ja, den, das ist ja auch merkwürdig. All die Rollen haben die mit dem Kreuzschraubendreher fest zu fixieren gegeben und den Griff sollst du hier mit Imbus fertig machen. Ja. Dann werde ich mal erstmal einen Imbus holen. Den Griff habe ich fixiert. Jetzt würde ich sagen, wir gucken uns den ganzen Wagen mal an. Also wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schubladen. Die kleinen könnte komplett ausziehen, ist auch alles kugelgelagert. Die sind bis 20 Kilo belastbar. Das Gute ist, habe ich gerade gesehen, sobald eine Schublade offen ist, könnt ihr die andere nicht öffnen. Also müsst ihr die jedes Mal schließen. Dann haben wir eine andere, eine größere. Da können wir auf jeden Fall schon mal Flex und solche großen Sachen verstauen. Die ist auch bis 20 Kilo belastbar. Und die große Schublade, wo noch einiges ist, ja auch wieder Styropor drin, die könnte bis 25 Kilo belasten. Verarbeitung ist gut, wie ich sehe. Schweißnähte sind schön gemacht. Alles mit einem Zentralverschluss. Und dann habt ihr an der Seite hier noch ein großes Fach, zwei Schlüssel dabei. Ist jetzt abgeschlossen. Machen wir das Ganze doch mal auf. Na, hier ist auf jeden Fall auch noch massiv Platz. Hier so Schub, so Kästen kann man auch noch eine mit anschließen. Und hier sind noch so Haken um irgendwas. Ne, das ist für die Schubladen. Aber ich sag hier könnte noch so einen Kasten dran tun. Irgendwas anderes verstauen, so Sprays wie WD-40 und sowas. Passt hier optimal rein. Ist alles schön genietet. Machen wir die ganze Sache mal zu. Ja. Vorne, die Rollen sind natürlich nicht lenkbar. Hinten haben wir lenkbare, wie auch für die Rückseite euch angucken könnt. Verarbeitung ist schön gemacht. Hier oben dieses Plastik ist auch schön verarbeitet. Hier sind auch nochmal so Fächer, falls ihr irgendwas an Schrauben habt oder macht. Das passt hier alles optimal. Hier sind zwei Becherhalter. Gucken, ob unsere Dose Energy da auch reinpasst. Ja, die Dose Energy passt auch rein, falls ihr mal ein bisschen länger schraubt oder die Nacht ein bisschen länger wird in der Halle, passt auch der Energy rein. Ja, ich muss sagen, unsere Plastik immer, das ist hier auch nochmal zweimal verschraubt. Das kann man dann dementsprechend auch abmachen. Von der anderen Seite ist es auch mit zwei Schrauben fixiert, falls es mal groß gereinigt werden muss. Kann man das schön runternehmen, wie ich sehe. Oben der Deckel ist mit 150 Kilo maximal belastbar, also können wir da auf jeden Fall noch schön da was draufpacken, falls wir mal irgendwie was dran haben. Ja, an sich macht der Werkstattwagen einen guten Eindruck. Die hinteren Bremsen, die Räder haben natürlich auch noch Bremsen, damit das ganze Ding nicht wegrollt. Und ich finde, für 200 Euro im Normalpreis hat dieser Wagen eine schöne, saubere Verarbeitung. Die haben wir jetzt abgeschlossen. Gucken noch mal. Jetzt ist es abgeschlossen. Ja, schön, dass es hier auch diese Gummimatte schon mit drin ist in allen Schubladen. Und das hakt auch schön ein. Ist nicht so labbrig wie bei manch anderen Wagen. Ja, wenn man sich mal so Werkstattwagen anguckt, in dem Preissegment für 200 Euro, findet ihr zwar auch welche, aber die sind so billig verarbeitet, da geht der Preis ja eher schon so ab 350 bis so 500 Euro in die Höhe, ohne Werkzeug. Aber ich denke mal, für 200 Euro haben wir auf jeden Fall einen guten Werkstattwagen, den Aldi hier am Markt hat. Ist natürlich schön in den Aldi-Farben gehalten. Silber mit Blau, aber das stört mich jetzt nicht so.
Ich denke mal, der wird hier seinen Zweck in der Halle erfüllen und wir werden Spaß damit haben. Vor allem werden wir hier ein bisschen Ordnung reinkriegen in die Halle. Und ja, dafür, dass wir jetzt auch den Wagen im Sale gekriegt haben für 150 €, bin ich schon ganz zufrieden. Hat euch das Video gefallen? Würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, pinnt die Glocke an, lasst ein Like da, schreibt eure Meinung unter die Kommentare, ob ihr euch auch so einen Wagen holen würdet oder ob ihr so einen Wagen habt. Denn ich kann hier zur Verarbeitung absolut nichts Schlechtes sagen auf den ersten Blick und ich freue mich, wenn ihr wieder zu einem neuen Video einschaltet, wenn wir hier in der Scrap Garage sind. Ach so, anbei, guckt euch das mal hier an. Das ist hier nur Verpackungsmüll von diesem ganzen Wagen. Da der Karton von außen. Also, bis dahin, euer Markus aus der Scrap Garage.